Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei den Kutois, zurück bei Großkönig Antoni, der gebrechlich ist, aber irgendwie ungebrochen. Man sieht ihm diese Gebrechlichkeit nach wie vor nicht an. Aber er sieht doch schon alt aus und er ist, naja, 58. Gesundheit wird hier als schlecht klassifiziert, obwohl er maßvoll ist. Aber das Gebrechliche, das, ja, das macht sich bemerkbar. Ich bin sehr gespannt, wie lange er noch leben wird. Das ist nicht ganz unwichtig, denn die Situation hier im Reiche ist in einer, ja, ich würde nicht sagen gefährlichen, aber doch etwas angespannten Lage. Ich glaube, so kann man es bezeichnen. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte euch wie gewohnt am Beginn der Staffel aber erstmal die handelnden Personen noch vorstellen, die wichtig sind für den weiteren Verlauf. Wir haben natürlich neben Antoni, dessen Eigenschaften ich euch nochmal hier zeige, gefühllos, zufrieden, wichtig ist noch unbedacht, außerdem erlaucht, berühmte Frohnatur und gebrechlich, aber zu ihm haben wir schon viel gesagt. Neben ihm haben wir noch seine deutlich jüngere Kaiserin oder Großkönigin Stanislava, die treuherzig, mitfühlend und arrogant ist, inzwischen auch Administratorin und eifrige Frohnatur. Dann zu unseren Kindern, ganz wichtig natürlich unser Erbe, unser einziger Sohn, Prinz Jaromir von Krotonia, 12 Jahre alt, verlobt mit der Tochter des Königs von Estland. Und das ist nach wie vor eine ganz spannende Geschichte, weil dieser König von Estland ist nicht nur unseren Glauben, wie ihr wisst, sondern er hat nach wie vor keine Söhne, sondern 3 Töchter. Und das bedeutet, dass eben diese Danuta die Erbin wäre, was wiederum dazu führen würde, dass deren Kinder dann alles erben würde. Also dann würde tatsächlich das Königreich Estland an Krotonia fallen, wenn das passiert. Aber gut, er ist 32, sie ist 32, die können auch noch weitere Kinder haben. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Dennoch eine interessante Geschichte. Aber zurück hier zu ihm. Wichtig ist, er ist, Vormund ist hier unser Freund, Dichter, Ratsverwalter Graf Bojida, der allerdings gerade schwer erkrankt ist, so wie es aussieht. Mal sehen, ob er noch lange macht. Das wäre schon tragisch für unseren König, eine wichtige Person. Zurück zu unseren Kindern. Wir haben noch 3 Töchter. Die eine davon ist Königin von Litauen. Dann haben wir unsere zweitälteste, 17 Jahre alt, Jamila. Die war schon 2-mal verlobt, zuletzt mit dem norwegischen Königshaus. Das haben wir aber wieder gebrochen, weil der uns in unverschämte Kriege gezogen hat. Und hier ist es an der Zeit, ihr jetzt noch einen einigermaßen standesgemäßen Mann jetzt zu besorgen. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber es ist wirklich schwierig. Es gibt viele neue Fürsten im Reich, die aber alle sehr jung sind, dementsprechend keine Kinder haben im heiratsfähigen Alter. Aber es gäbe vielleicht einen, wenn wir mal hier gucken, das ist wieder relativ nah verwandtschaftlich, aber passend, wie ich finde. Und zwar ist das der Graf von Danzig, der hat noch weitere 2 Grafschaften, also durchaus kein Mann ohne Macht, kein junger Mann ohne Macht. 14, naja, hat hier eine Keucher, vererbliche Eigenschaft. Sie sind relativ nah dran. Er ist unser Neffe, aber ich denke, das geht gerade noch so. Deswegen werden wir das hier mal durchsetzen, diese Verlobung. Okay, die Sache hätten wir dann gleich mal miterledigt. Ja, und dann haben wir noch eine jüngere Tochter, Wojslava, 9 Jahre. Da haben wir auch noch keinen Verlobten, aber da warten wir einfach mal noch ein bisschen ab. Wichtig sind natürlich jetzt die Könige und mächtigen Herzoge im Reich. Da haben wir als allererstes, das wollte ich noch erwähnen. Wir haben zuletzt die Krone des Königreichs Schwedens ja wieder an uns selbst genommen. Wir sind also König von Mecklenburg-Vorpommern und Schweden, weil hier in Schweden es immerzu Bürgerkriege gab. Daran erinnert ihr euch sicher noch. Dementsprechend haben wir jetzt 2 Herzogtümer, die uns wichtig sind oder die unser Hauptherzogtümer sind. Mecklenburg und Bergslagen hier in Schweden. Wir halten darüber hinaus noch Holstein plus 2 Grafschaften, nämlich Lübeck und Stade. Aber diese halten wir, weil wir das dem zukünftigen oder jetzigen dänischen König noch wieder übereignen wollen. Aber da gibt es noch einen Bürgerkrieg. Das wollen wir noch ein bisschen abwarten. Dazu mehr. Aber jetzt kommen wir mal zu den Königen. Also das ist der aktuelle König. Jagor von Dänemark, 29 Jahre alt. Durchaus sehr, sehr mächtig hier mit seinen über 5000 Mann, wobei natürlich viele Söldner dabei sind. Aber er ist gerade in einem Krieg hier, der noch relativ unentschieden läuft, auch was das Mächteverhältnis betrifft, gegen diesen Herzog von Schleswig, der wiederum seine Mutter
was wiederum die Schwiegermutter des Königs ist, auf den dänischen Thron bringt. Das würde dazu führen, dass er den Thron erben würde. Also ganz komplizierte Lage. Aber Anthony hat sich entschieden, dass er hier nicht eingreifen wird, sondern dass er ja beobachten wird, sind alles Krutois, und dem, der gewinnen wird, dem gibt er dann auch schon noch Schleswig und Lübeck und so weiter, damit dort auch die Macht wieder verankert ist. Das ist wichtig. Dann haben wir König Ondrej, der flächenmäßig Litauen beherrscht, und flächenmäßig ist Litauen sehr, sehr stark, allerdings nicht von der Truppenzahl, was ihn betrifft. Er hat relativ wenig Grafschaften, aber er ist der König, der unsere Tochter hier geheiratet, Jarka. Ist gleichzeitig auch Ratsspitzel. König Gregor oder Jagor ist Ratskanzler. Das sollte noch erwähnt werden. Dann eine sehr wichtige Person ist unser Bruder, der Ratsprediger Jaromar. Der ist auch extrem mächtig, was die militärische Stärke betrifft, ist Herzog von Niederschlesien und Masowien, ist unfassbar gebildet. Ihr seht es hier, ein Wert von 37. Allerdings, eigentlich haben wir beste Meinung voneinander, allerdings führte er tatsächlich eine Fraktion an, die sehr bedeutsam ist, und das ist noch ein Problem. Darauf werden wir auch noch eingehen müssen. Aber den sollte man sich merken. Dann haben wir eine schwedische Herzogin hier, Herzogin Ranhild. Haben wir eigentlich auch ganz gute Beziehungen, aber auch die ist irgendwie eine schwierige Person, vor allem weil sie wahnsinnig ist. Außerdem hinzukommt, sie ist noch ehrgeizig. Gut, dann haben wir Prinz Miroslav, das ist der ehemalige König von Schweden, auch noch ein mächtiger Herrscher im Reich, der mit unserer Schwester verheiratet ist, die hinter Gittern sitzt, weil sie ihn betrogen hat. Wir hatten sie auch mal für 2 Tage oder so hinter Gittern. Dann hat er das erledigt. Vielleicht sogar für länger, wie auch immer. Ja, gut. Er hat aber eine sehr positive Meinung. Wir haben ihm, glaube ich, Land gegeben. Und er ist, glaube ich, kein größeres Problem. Und dann haben wir noch eine neue Herzogin, die wir noch gar nicht das letzte Mal auf den Schirm hatten, nämlich die Herzogin von Norrland, die erst 18 Jahre alt ist, die auch keine gute Meinung von uns hat. Das hängt unter anderem mit mehreren Sachen zusammen, aber unter anderem damit, dass wir eben dieses eine Herzogtum und die 2 Grafschaften zu viel haben. Ich werde aber mal das tun, was Jaromar so häufig getan hat. Oh, wir werden einmal ein Geschenk dorthin schicken für 168. Ja, verbessert sich die Meinung hier schon mal drastisch. Sie möchte auch in den Rat, und das ist interessant, weil sie ist auch tatsächlich unglaublich talentiert im Bereich Kriegsführung. Aber ich glaube, den alten Recken, den wir da im Moment im Rat haben, den werden wir noch nicht rausschmeißen. Aber das ist auf jeden Fall eine Option. Und das wäre es mit den Mächtigen. Wir haben darüber hinaus noch 5, 6 andere Herzöge, die unsere Vasallen sind, aber auf die will ich in diesem Moment jetzt nicht eingehen. So, was sind die großen Themen? Als erstes gab es einen ganz interessanten Vorschlag, auf den ich nochmal eingehen möchte. Und zwar, da wurde vorgeschlagen, wenn ich sowieso gewissermaßen so eine Art Regel, institutionelle Ordnung habe, dass die Könige immer Teil des Rates sind, dann könnte ich das ja auch über die Vasallenbande festlegen, dass man hier Ratsrechte gewährt, garantiert den Personen. Im Prinzip ist das eine ganz coole Idee. Das könnte jeder König, also jeder Großkönig, wenn er neu rankommt, quasi definieren für sich, ob er sich an diese Regel hält und das dann umsetzen. Das Problem ist, wenn es einen Bürgerkrieg gibt, die Könige werden abgesetzt, dann haben die Personen, falls sie unsere Vasallen sind, na gut, das ist vielleicht in der Regel dann nicht der Fall, ja, haben dann aber immer noch diese Ratsrechte, weil es eben nicht an den Titel, sondern an die Person gebunden wird. Deswegen ist das so eine, ist es eine gewisse Schwierigkeit, die ich jetzt eigentlich umgehen will. Es bleibt dabei, wenn Könige also nicht einen besonderen Grund haben, dann halten sie sich daran, und ich denke, so lassen wir das erstmal. Okay, über die Situation in Dänemark habe ich schon gesprochen. Das ist soweit klar, da greifen wir nicht ein. Wir sind nach wie vor noch hier in einen Krieg verwickelt. Das war der Krieg, den der dänische König, nee, der norwegische König gemacht hat mit, ja, und uns da reingezogen hat gegen England. Das wird er verlieren. Da ist leider auch Miroslav mit beteiligt, deswegen werden seine Provinzen dort besetzt, aber die Sache sollte bald zu Ende sein. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt aktuell, was hier Anthony besonders umtreibt. Es gibt eine ziemlich große Fraktion, die will unseren Ratsmarschall, den ich euch noch nicht gezeigt habe, Piotr von Novgorod, zum Großkönig machen, was natürlich schon eine heftige Aktion ist. Das Erste, was ich mir überlege, kann sich eigentlich Piotr dagegen wehren? Ist das Teil seines Willens?
Gute Frage, ne? Also mal jetzt rein spieltechnisch gesehen, er hat den Anspruch, aber er ist, wenn ich das richtig sehe, hier nirgendwo Teil der Fraktion. Oder hat er das initiiert? Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Gut, er will das Kaiserreich, klar. Er hat halt einen Anspruch darauf. Das ist so eine Interpretationsfrage. Aber was besonders bedeutsam ist, dass hier, und das verstehe ich auch nicht richtig, dass Jaromar mit einer Meinung von 100 tatsächlich Teil dieser Fraktion ist. Vielleicht ärgert er sich darüber, dass wir ein Fürstentum zu viel haben, ein Herzogtum, die zwei Grafschaften. Wir müssen das beobachten. Wir werden uns das anschauen. In 24 Monaten können die ein Ultimatum stellen. Falls sich die Fraktion nicht verändert, falls es so bleibt, dann werden wir Maßnahmen ergreifen und müssen dann ihn als Rädelsführer einkerkern. Das können wir, weil wir wissen, dass er ja als Verbrecher bekannt ist. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hatte. Irgendwann Ehebrecher vielleicht. Da werden wir dann reagieren müssen. Schauen wir mal. Aber ich denke mal, erstmal gehen wir den Weg, den Anthony bisher immer gegangen ist, den Weg der, ja, des Geldes, der kühlen Vernunft. Die Leute werden meistens davon überzeugt, dass ihr Weg der falsche ist. Gut, mehr Sachen brauchen wir nicht tun, außer eine Geschichte. Also wir haben ja schon ein Geschenk gemacht an die neue Herzogin. Und eine zweite Sache, glaubt er vielleicht, dass damit vielleicht Ruhe einkehrt, ist, dass wir mal ein Festmahl veranstalten, wo wir all diese Leute, die auch Teil des ganzen, der ganzen Fraktion sind, einmal einladen werden. Vielleicht bringt das ja was. Schauen wir mal, was passiert. Das gesellige Beisammensein beginnt. Willkommen, meine Freunde. So, dann hat erstmal diese Heirat geklappt. Das ist doch sehr schön. Im Übrigen, die Mod mit den Rahmen funktioniert wieder. Alle Mods übrigens, die ich im vorher vor dem Patch verwendet hatte, funktionieren wieder. Was ganz Hübsches. So, während Gericht um Gericht in die große Halle gebracht wird, reicht mich ein unverkennbarer Geruch und ich lächle, dass meine Vasallin Oberbürgermeisterin Paiva. Wo ist die denn eigentlich, Oberbürgermeisterin? Vienna? Wo ist denn diese Großstadt? Oh Gott. Okay, da oben. Alles klar, Großstadt ist auch relativ gemeint. Zitrone nicht verträgt, habe ich dem Koch gegenüber leider nicht erwähnt. Wir sind eigentlich, komm, wir sind maßvoll zufrieden. Warum machen wir sowas eigentlich? Also wir sind nicht so gehässig. Wir retten sie dann. Das Gesicht, das sie zieht, als ich sie vor dem Essen rette, ist unbezahlbar. Ja, gut, ein Druckmittel erhalten. Passt eigentlich nicht so richtig zu unserem Großkönig. So, wer meldet sich hier? Ein Graf aus Newdung für ein Ablass. So, eine lobenswerte Leistung. Baron Uldrich tritt an Stanislava und mich heran. Welch grandioses Festmahl. Ein großes Kompliment an die Gastgeber. Auch hier würde ich sagen, maßvoll und zufrieden. Ja, sagen, loben wir unsere Frau. Das passt dann auch eher. Es war jetzt kein Ausdruck von Gefühl, sondern einfach, weil uns, ja, also solche Schmeicheleien sind für uns völlig unwichtig eigentlich. Wir gehen hier weiter mit Verteidigungsplanung. Festungsstufe, Garnisonsgröße wird freigeschaltet. Und die Gäste gehen. Damit erhalten wir nicht nur Prestige, sondern auch Meinung. Und das könnte möglicherweise Auswirkungen auch auf die Fraktion haben. Aber ich sehe, es hat keine größere Auswirkung. Keine von den Damen hier ist rausgegangen, obwohl die Meinung extrem hoch ist. Also das ist wirklich erstaunlich. Ich meine, vielleicht wollen die wirklich in den Rat. Vielleicht gibt es Punkte, die ihnen besonders wichtig sind. Also ich weiß genau, bei CK2 war das nicht so. Wenn die eine Meinung von 100 hatten, sind die definitiv aus jeder Fraktion rausgegangen. Es wäre aber eigentlich ganz interessant, wenn es tatsächlich solche zusätzlichen Motivationen gäbe, die sie in die in den Fraktionen. Also das müsste man eigentlich aber dann sehen. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn es sowas gäbe. Naja, wir behalten das im Auge. Noch reagieren wir nicht. Wie gesagt, kurz davor. Ansonsten, wenn das passiert, ist das wirklich ein heftiger Bürgerkrieg. Ein wirklich heftiger Bürgerkrieg. So, Piotr hat mehr Kontrolle in einer Gemeinde erschaffen. Ich meinte, man könnte dann, das wäre auch noch eine Maßnahme, man könnte den, der jetzt Großkönig werden soll, den könnte man austauschen mit der Herzogin, die so talentiert ist, die auch Teil der Fraktion ist. Also, wir haben noch ein bisschen was in der Hinterhand, was wir tun könnten. Okay. So, was wollte ich jetzt? Kontrolle ist das Thema.
Wir haben, glaube ich, zwei Gemeinden mit wenig Kontrolle, Stade und Lübeck. Das sind die, die wir eigentlich abgeben wollen. Ja, da frage ich mich, ob es dann in dieser Situation nicht besser ist, dass wir uns vielleicht hier eher vorbereiten auf Konflikte. Dann soll der Herzog, der selber Großkönig werden soll, mal unsere Aufgebote für den Kampf gegen ihn selber vorbereiten. Ja, das sind die Geschichten, die Crusader Kings schreibt. Wir haben Ranhild nochmal beeinflusst. Jetzt ist sie auch bei 100. Ey, das ist wirklich verrückt. Das habe ich. Ah, schaut mal. Ah, schaut mal. Die eine Dame, der wir das Geschenk gegeben haben, die Junge, die ist rausgegangen. Das ist interessant. Mal gucken, ob das mit der Zeit sich dann doch hier verändert und der Weg dann doch zum Erfolg führen kann. So, was ist denn hier los? Unser Sohn wird angegriffen, Prinz Jaromir, den haben wir zum Herzog von Großpolen gemacht. Es geht um einen Befreiungskrieg. Wie viel Gold hat er? 165. 2569 gegen 2531. Okay. Wartet mal, Befreiungskrieg, das heißt ja nur, dass die Lehnsautorität reduziert wird. Da müssen wir jetzt keinen großen Aufstand machen. Ich würde sagen, wir gönnen unserem Sohn ein kleines finanzielles Polster noch. Dann kann er diesen Krieg vielleicht besser führen. Ja, das scheint mir der richtige Weg zu sein. So, hier sehen wir 13.000 Engländer. Ach, wir sind immer noch dabei, Herzogin Ranhild zu beeinflussen. Das will ich eigentlich gar nicht mehr. Das wollte ich noch gerne verändern. Naja, jetzt ist es so, wir reisen durch Söderköping, wo sie residiert. Wir werden eingeladen. Als ich dort ankomme, empfängt sie mich mit offenen Armen einer Führung. Am meisten fällt mir dabei auf, wie viele halbfertige Projekte es hier gibt. Wir werden. Okay. Wollen wir dort bleiben? Nee, wir bleiben dort nicht. Führt mich einfach an meine Gemächer. Das interessiert uns jetzt nicht. Ich werde die Sache jetzt auch mit ihr abbrechen. Jetzt ist die spannende Frage, wollen wir weiter? Nee. Ich glaube, wir werden hier nicht weitermachen. Hier, das ist eine Sache, die wir wirklich uns anschauen müssen. Und es sieht ganz danach aus, als würde tatsächlich der Herzog von Schleswig ihm die Krone nehmen. Denn er hat noch einen Verbündeten dazu bekommen, Prinz Rügard von Dänemark. Direkter Sohn von Rodulvard. 49, also noch mehr alteingesessene Eliten. Gut, erhöhte militärische Präsenz. Ja, gut, wenn die Sache durch ist, und die wird vermutlich dann bald durch sein. Ah, minus 23. Minus 47, das geht immer hin und her, was jeweils gehalten wird. Dann können wir nämlich auch diese Herzogtümer loswerden. Das könnte man auch jetzt schon machen, im Vorgriff darauf, dass wir vermuten, dass dieser dort gewinnen wird. Der nächste Ablass ist da. Unsere Einnahmen sind auch enorm beträchtlich, plus 40. Und es hat sich eine Fraktion aufgelöst. Ja, tatsächlich. Das ist diese strittige Fraktion, die existiert nicht mehr. Damit herrscht wieder Friede, Freude, Eierkuchen im Reich. Aha! Und wisst ihr auch, warum sie sich aufgelöst hat? Weil er gestorben ist mit 65. Nun gut, so geht's natürlich auch. ja. Wer hat denn das jetzt geerbt eigentlich? Herzog Witzlaff von Nowgorod ist allerdings kein mächtiger. Ja, relativ talentiert. Alles klar. Na, dann hoffen wir mal, dass er Frieden halten wird. Das ist ja in unserem Sinne. Ah, und wir haben jetzt einen leeren. Ah ja, sehr schön. Und jetzt ist der Moment, wo wir überhaupt kein Problem damit haben, Herzogin Dorothe auf den Thron zu setzen. Quatsch, auf den Thron, auf den Posten des Ratsmarschalls. Oder doch lieber unseren Cousin und. Oh ja, komm, das ist ein Krutoi. Ich würde sagen, der ist uns dann doch näher. Wobei, naja, er hat unsere Schwester immer noch im Gefängnis, aber wir sind gefühllos und ich meine, sie hat es auch irgendwie verdient. Wir haben mal für ihn gewissermaßen gekämpft. Na, wir machen das. Er wird den Job erledigen. Okay. Dann hätten wir da auch die Entscheidung getroffen. Die Ruhmstufe ist weiter gestiegen. Okay. Wir sind auf
sagenumwoben, sehe ich das richtig? Und es gibt keine weitere mehr, wenn ich das so sehe. Wahnsinn, der Typ. Okay. Jaroma meldet sich mit 55. In meiner Dienstzeit als Ratsprediger gibt es etwas, worüber ich viel gelernt habe, Philosophie und Theologie. Ich bin bereit, euch in diesem Feld zu unterrichten, um eure Gunst zu erhalten. Okay. Ich meinte, wir sind... Gibt es irgendeinen Grund, warum wir das nicht tun sollten? Wir könnten auch sagen, was ist, wenn ich euch stattdessen helfe? Nö, er ist unser Bruder. Gibt jetzt keinen Grund, das abzulehnen. Eure Unterstützung ist sehr willkommen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir die normalen Lektionen erhalten von ihm, genau. Bildung plus 3, allerdings nur für eine gewisse Zeit. Bis 71, was aber eine relativ lange Zeit ist. 5 Jahre. So, was passiert hier nebenbei? Euer Bruder greift ein. Oh. Oh. Na, das ist ja natürlich jetzt perfide. Das ist ja wirklich jetzt perfide. Oh nein. Jetzt in diesem Moment, wo wir auch noch seinen Rat angenommen haben, greift er unseren Sohn an und es geht um das Herzogtum Großpolen. Oh, Leute. Also das ist doch ein Affront, oder? Das ist ein Affront, das können wir nicht einfach... Es ist unser Bruder, aber das andere ist unser Sohn. Und wir haben ihn ausdrücklich mit diesem Herzogtum beliehen. Und das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich eine direkte Konfrontation mit uns. Darauf müssen wir reagieren. Wir können darauf reagieren, weil wir ihn nach wie vor einkerkern können. Wir können auch den Titel aberkennen. Ich weiß gar nicht, ob das im Krieg jetzt eine Bedeutung hätte. 73%. Was passiert bei Ablehnung? Beginnt ein Krieg gegen uns mit dem Kriegsgrund Aufstand. Aber ich würde sagen, das ist jetzt... Bruder, was habt ihr getan? Warum zerstört ihr das gute Verhältnis zwischen uns? Was nützt euch die ganze Bildung? Man muss auch dazu sagen, der Typ ist sadistisch, ehrgeizig und ungeduldig, also auch ein schwieriger Charakter. Nein, dann greifen wir jetzt auf diese Art und Weise ein. Wir kerkern ihn ein. Mal gucken, ob es klappt. Oh, Leute. Was passiert jetzt? Okay, alles klar. Auch wenn uns das hier auf Englisch mitgeteilt wird. Er sitzt jetzt im Gefängnis. So, und jetzt ist die Frage, hat das Auswirkungen auf diesen Krieg? Kann er den jetzt aus dem Gefängnis heraus weiterführen? Das wäre natürlich jetzt ziemlich dämlich. Ja, das kann er, ganz offensichtlich. Kann man da jetzt irgendwas dran machen? Wer ist eigentlich hier sein Verbündeter? Prinz Niklot. Ach, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Mann, was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Ja gut, wir können natürlich ihn... Also, ihn umzubringen wäre, glaube ich, ein tyrannisches... Nein, wäre nicht. Das würde natürlich diesen Krieg beenden. Ja, Leute, wir verlieren eine Hingabestufe. Wartet mal. Er hatte damals versucht, uns zu ermorden? Habe ich irgendwas ganz Wesentliches vergessen? Oder ist das eine neue Information? Okay. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, ist das jetzt ein hartes Urteil, aber ich glaube angemessen. Ich denke schon, dass es maßvoll ist, angesichts der aktuellen Situation. Eine schwierige Entscheidung für ihn, aber er ist gefühllos und rein machtpragmatisch und alle anderen Argumente sprechen eigentlich auch dafür, ist das Ergebnis klar. Übrigens, die Hinrichtungsmethode, die Mod, funktioniert auch wieder wunderbarerweise. Und ich denke, ihr habt mich darauf hingewiesen, enthaupten ist eine Sache für Adlige und das ist dann dementsprechend auch, glaube ich, der richtige Weg. Also,
Das war's mit unserem Bruder. Da rollt der Kopf, habt ihr es gehört? So, wir sind Familienmörder am Ende noch gewesen und damit müsste doch aber jetzt dieser Krieg vorbei sein, oder? Ja, Hingabestufe verloren. Oder ist dieser Krieg ernsthaft geerbt worden? Ja, der Krieg ist geerbt worden, ne? Oh. Aber das hat trotzdem seinen Zweck erfüllt, weil... Halt, nee, das ist ein anderer Krieg. Der ist nicht geerbt worden. Doch, der ist doch geerbt worden. Das kann doch nicht wahr sein. Was können wir denn hier tun, um das zu verhindern? Wir können, also, falls da wieder Kommentare kommen, wir können nicht in diesen Krieg mit eintreten. Es geht halt nicht. Wir können zwar ein Bündnis machen, das ist alles easy peasy, das geht. Aber wir können nicht in interne Kriege eingreifen. Aber was gibt es? Gibt es hier nochmal diese Reichsfriedensdurchsetzungsgeschichte? Könnte das an dieser Stelle nochmal helfen? Wo war das gleich nochmal? Ist das möglich für uns? Warte mal, das würde, glaube ich, hier angezeigt werden. Nee, das scheint nicht zu gehen. Hm. Bei den Vasallen, Reichsautorität, Nachfolge. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Wir können in dieser Situation nichts machen. Außer unseren Sohn vielleicht nochmal finanziell unterstützen. Naja, ist das Bündnis jetzt schon ausgehandelt? Ich glaube ja, ne? Gucken wir mal. Wir gehen nochmal zu ihm. Hat er sich schon Söldner geholt? Ja, 782. Er hat noch 115. So, hier. Kriegsbeitritt anbieten. Genau, und hier steht ganz klar, kämpft nicht in einer Bauernfraktion, weil immer wieder das gesagt wurde. Tja, Leute. Ah, Kapitulation im Vasallenkrieg verlangen. Das wäre vielleicht der Weg. Warte mal, geht das bei dem anderen auch? Müsste eigentlich, ne? Weil sie beide gleich unsere Vasallen sind. Das wäre der Weg. Den hätte ich vielleicht zuerst beschreiten sollen, aber ich glaube, die Hinrichtung war dennoch okay. Vasallenkrieg beenden. Okay, der wird was fordern. Mal gucken, wie wir aus der Nummer rauskommen. Ich werde mich selbstverständlich beugen. Alles klar. Gut. Konnten wir doch irgendwie klären, die Sache, auf eine einigermaßen friedliche Art und Weise. Hier gehen allerdings die Kriege weiter, denn er hat ja noch einen anderen Krieg am Hacken. Der jetzt... Ja, das ist dieser Befreiungskrieg, wo es um die Lehnsautorität geht. Aber das ist nicht ganz so entscheidend. Wenn er den verliert, ist das okay. Puh, das ging ja gerade nochmal gut aus. Der König von Norwegen wurde gefangen genommen. Endlich ist dann dieser Krieg jetzt hier beendet. Hoffe ich doch mal. Bauernaufstand in der Nachbarschaft. Kommt, hier sind doch 100%. Jetzt zieh das mal durch. Ich möchte gerne diesen Krieg jetzt loswerden. So, also nur nochmal für die zur Erinnerung, die es jetzt nicht wissen. Das war ein Krieg, der... Norwegen wollte England hier erobern und da haben wir ein bisschen halbherzig geholfen und dann das Ganze fallen gelassen. So weit, so gut. Dieses Problem sind wir los. Wir gucken kurz nochmal nach Dänemark. Dort ist die ganze Sache auch jetzt gleich zu Ende. Okay. Das können wir vielleicht auch nochmal abwarten, weil dann können wir nämlich als letzte Aktion, aber erstmal haben wir eine Lesung. Alles deutet auf einen langweiligen Abend hin, nachdem die vorgesehene Unterhaltung beendet war. Doch Kenner verhinderte dies. Ein Gast. Okay, liest uns aus ihrem Buch oder aus einem Buch vor. Wir haben erneut einen Angriff. Ruthenien gegen Wolga, Bulgarien und Lösegeld, was gefordert wird. Wer ist denn das? Warum sitzt der bei uns ein? Der war vorhin noch nicht da. Na gut, nehmen wir an. So, jetzt ist die Sache durch, so wie es aussieht. Jawohl,
Die Sache ist durch. Es gibt eine neue Königin, Borislava. Richtig. Das ist ja die Schwiegermutter und Mutter des Aufständischen gewesen. Ja, und mit der Dame dürfen wir uns jetzt beschäftigen, aber eigentlich dann mit dem Sohn. Ja, und das ist jetzt interessant. Das ist ja der eigentlich Mächtige. Schenken wir jetzt das dem Sohn, das Herzogtum? Habe ich übrigens vorhin Schleswig gesagt? Ich meinte Holstein, ne? Wahrscheinlich machen wir das so, weil es geht ja um die Stabilisierung hier. Ah, das werde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber auf jeden Fall haben wir hier klare Verhältnisse und die werden wir mit dieser Schenkung dann zukünftig weiter stabilisieren. Und was machen wir mit der Königin? Wird die in den Rat kommen? Sie ist Ränkespiel 21. Ja, sehr, sehr talentiert. Echte Konkurrenz für König André. Kann der möglicherweise was anderes machen? Wir werden sehen. Wir sehen uns, nämlich in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.